Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moonbright Podcast 27 mit Akt 31 von Sailor Moon Crystal und den Moderatoren Sailor Cat und... Fehler 404, Moderator nicht gefunden. Das ist schlecht. Muss ich heute den Podcast alleine machen. Ach nee, das war der Level. Okay, alles gut. Ach ja gut, ja dann, wer bist du denn? Das Mad-Eye. Oh yeah. Ja, Fragen haben wir dieses Mal bisher noch keine bekommen zu diesem Zeitpunkt. Was ist los mit euch? Seid ihr krank? Ich glaube, es lag halt daran, dass bei uns letztens dieser Black Lady Musical Podcast rauskam und anscheinend, ich weiß auch nicht, hat das Musical nicht so viele Leute interessiert. Naja, also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, der Podcast ist cool, aber ihr müsst natürlich auch nichts. Moment mal. Was? Das sagst du denn jetzt? Ja, und es ist ja noch nicht zu spät. Ja, aber Moment, wir sind jetzt bei der 6. Folge von Staffel 3. Ja, und dabei, man kann den Podcast doch trotzdem noch hören. Ach so, ja, klar. Okay. Das war ja nur ein Hinweis. Zeitreise. Bam. Ja, genau. Aber naja, macht ja auch nichts. Wir haben eine sehr coole Folge vor uns, die wir besprechen können. Alle Folgen von Crystal sind cool. Ja, klar. Okay, dann sage ich mal gleich den Titel, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Also ich habe hier stehen Akt 31, Infinity 5, aber ich weiß nicht, was der Titel der Folge ist. Sailor Pluto, Setsuna Meo. Okay, das hätte man sich denken können. Ja gut. Wir fangen eigentlich auch direkt mit Sailor Pluto an. Zumindest mit Setsuna. Ja, ist halt. Willst du etwa sagen, dass das nicht Pluto ist, die da sitzt? Ja, doch, aber sie ist halt gerade in Zivil und noch ist sie nicht Pluto. Und sie will irgendeine Raumzeitkrümmung entdeckt haben. Da ist sie ja Expertin drin. Ja, sie sagt auch selber, sie weiß nicht so recht, warum, wie sie da drauf gekommen ist. Es war so eine Eingebung. Aber sie glaubt halt, dass bei der Infinity, also bei diesem Delta, irgendwie die Zeit gekrümmt ist. Ich finde das auch genial. Das ist so eine Eingebung. So funktioniert Wissenschaft, Freunde. Ja, komm, Pluto ist ja special. Science! Ja, sie hat aber anscheinend wirklich so Sachen messen können. Sie kam halt nur auf die Idee wegen ihrer Zeitkräfte, ja, so unterbewusst. Der Professor sagte ihr auch, ja, könnte stimmen, scheint mir aber doch etwas sehr weit hergeholt. Ja, genau, und dann kommen Reika und Motoki herein. Genau, und warum stehen hier so viele Pflanzen? Das ist eine gute Frage, damit es zum Thema dieser Folge passt. Ja, ich habe gehört, es geht um Blumen und die sind gefährlich, ne? Ja. Wenn Motoki sagt dann nämlich auch so, boah, krass, so viele Pflanzen, das wird Makoto gefallen. Reika so, wer ist denn dieser Makoto? Echt so, wer ist Makoto? das ist so ein Mädel, das öfter mal in die Spielhalle kommt. Aha! Okay, dann kommt das Intro. Und dann kommt der Titel, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Tatsächlich, Setsuna Meo. Wer hätte übrigens, das gedacht? Bei dem Intro habe ich mich vertan. Also soweit ich weiß, ändert sich es in der zweiten Version noch nicht von den Bildern her, aber in der dritten Version wird es sich dann ändern. Okay. Ja, aber dazu kommen wir dann ja noch. Gut, dann haben wir irgendwie eine Szene mit Reika und Motoki im Zug, die ich gerade überhaupt nicht einordnen kann. Achso, es geht um Restaurants im Delta, ne? Genau, sie sagen, sie wollen da essen. Also Motoki schlägt das vor, dass sie da essen gehen. Aber Reika sagt, da sind so schwarze Wolken, das macht mir irgendwie Angst. Lieber nicht. Da sollte man unbedingt hingehen. Ja. Sieht ja auch so, also es sieht wirklich so, es ist so fast so cartoonmäßig mit dieser schwarzen Wolke da drüber, ne? Ja, also das sieht nicht nur nach so einer kleinen Regenwolke aus, wie Motoki es beschreibt. Und dann sehen wir endlich mal ein bisschen was von Professor Tomoe. Der hält sich ja bisher sehr bedeckt eigentlich. Ja, das stimmt. Der sitzt da in seinem Bastelkeller und untersucht irgendeinen Daimon, der gerade, keine Ahnung, daimonisiert, platzt. Ich weiß nicht genau, was der tut. Jedenfalls geht's irgendwie furchtbar schief. Ja, ich glaube, im Manga sieht man, dass er da irgendwie so einen Affen in einen Daimon verwandelt, aber das wird halt wieder nur so ein Atavismus-Dingens... So ein Fail-Daimon halt. Und er sagt halt zu Karin halt, mein Gott, alle Daimonen, die wir hier haben, schlagen entweder fehl oder die Senshi hauen sie weg. Ja, das ist natürlich
Oh, Moment. Ungünstig. Dann Ja, und wird. dann besprechen sie sich mit Master Pharao 90. Der auch endlich mal die Zähne auseinanderkriegt. Hat auch noch nicht viel gesagt, der Gute, ne? Ja, aber im Prinzip sagt er jetzt nur, ey, ich brauche mehr heilige Körperenergie. Ja. So ungefähr wie Metallia, wenn sie erwacht. Was? Ihr habt immer noch nicht den Silberkristall? Ich brauche mehr Energie. Das ist der benötigte Anime, eh so eine geile Nummer. Habt ihr ihn immer noch nicht gefunden? Ja, weißt du, der Planet ist groß. Naja, aber hier erfahren wir dann auch, also diese Seelen, also die heiligen Körper sind für den Tiolung-Kristall und der ist die Quelle ihres Lebens. Wessen Leben? Von Pharao 90 oder von den anderen auch? Ich glaube von den anderen auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Was ich an diesem Gespräch kurios finde, es geht auch mal wieder darauf, ja, die Sailor-Krieger, die müssen weg, ist klar. Und Ja. dann sagt Kaori Knight, Kaolinite, wollte ich natürlich sagen, Pharao 90 wäre, seit die Sailor-Krieger aufgetaucht sind, erstaunlich guter Laune. Ja, ich glaube, das soll so ein Witz sein. So, das war seine gute Laune. Ach so, das war seine gute Laune, ja. Wollen wir überhaupt mal darüber sprechen, was Pharao 90 will? Oder ich glaube, das kommt in irgendeiner Folge demnächst, wird das, glaube ich, erwähnt, was die eigentlich wollen. Ja, doch, nee, ich glaube, in diesem Manga-Kapitel sagen sie es auch schon. Zumindest im Manga habe ich es gerade eben noch gelesen. Ja gut, dann können wir ja jetzt schon mal eben drüber sprechen. Die wollen doch die Erde erobern, weil sie in ihrer Welt irgendwie nicht mehr leben können, oder? Ja, also sie sagen halt, dass sie das hier zu einer zweiten Taugalaxie machen wollen oder halt zu einem zweiten Heimatort für sich selber. Also ich finde, das ist eine absolute gute Schurkenmotivation, aber mal wieder ist da nicht viel draus gemacht worden. Aber ich meine, wenn sie nun mal aus ihrer Welt, warum auch immer, weg müssen, dann kann ich schon verstehen, dass sie es nun mal eilig haben, irgendwo was Neues zu finden. Ja, das stimmt. Also das finde ich eigentlich auch eine interessante Motivation. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich gesagt wird, dass bei ihnen, dass sie da irgendwie nicht mehr leben können, aber ich dachte auch, dass das so war. Das wäre echt interessant. Wäre natürlich viel cooler gewesen, wenn man die Bösen damit irgendwie in so einen Gewissenskonflikt stürzen würde, aber nee, es ist immer noch Sailor Moon. Nein. Das hat ja auch bei einem L schon so unfassbar gut funktioniert. Ja. Oder die Senshi in den Gewissenskonflikt stürzen, aber nein. Gut, das haben wir mit Hotaru, aber das ist nicht auf die Feinde bezogen. Reden wir über positivere Dinge. Chibiusa hat den Gral fertig in der Schule und bekommt von, wie heißt er nochmal, Kyosuke? Kyusuke. Ja, Kyosuke. Ist bestimmt die richtige Aussprache. Bestimmt. So wie Sasuke. Ja, bestimmt. Heißt der etwa nicht, heißt der etwa Sasuke, oder was? Sasuke! Naja, also jedenfalls sagt die Lehrerin, ja, schenkt doch eure Handarbeiten, die ihr gemacht habt, irgendwelchen Menschen, die euch wichtig sind, das ist eure Hausaufgabe. Momo sagt, sie schenkt ihrer Mutter ihr Dingens, weil die Geburtstag hat. Und Kyusuke kommt daneben an und schenkt Chibiusa so einen Sailor Moon Stiftehalter, den er gemacht hat. Ich will auch so einen Stiftehalter. Ja, der ist cool. Und dann kommt Chibiusa auf die Idee, dass sie den Heiligen Gral, also den aus Ton, ihr Hotaru schenken könnte. Ich find's immer noch strange, dass das ihre erste Wahl ist. Wieso, wen hättest du denn gedacht? Ne, ich meine, wie viele Begegnungen hatte sie denn jetzt schon mit Hotaru? Zwei. Und die waren immer sehr recht kurz. Also irgendwie, ich verstehe nicht ganz diese unglaublich tiefe Freundschaft von Chibiusa und Hotaru, die ich ja cool finde an sich, aber die entsteht irgendwie so aus dem Nichts, ne? Naja, es ist schon ein bisschen. Also, es wird halt gesagt, die Freundschaft ist so krass, obwohl wir davon jetzt noch nicht so viel gesehen haben. Das liegt halt wahrscheinlich daran, dass der Manga einfach so schnell vorwärts geht. Weil, also im Grunde kann man die zusammenfassen mit: Hey, du existierst. Wollen wir Freunde werden? Okay, wir sind jetzt Best Friends forever. Naja, aber wahrscheinlich ist es halt ihr erster Gedanke, weil Hotaru jetzt eine neue Freundin ist und das beschäftigt sie natürlich. Also da denkt sie oft dran. Ich finde das auch ein bisschen blöd, so Kyusuke macht ihr voll das tolle Geschenk und sie so, ah, cool, danke. Hey, dann schenke ich meins einfach meiner neuen besten Freundin. Du bist jetzt zwei. Hat sie ihn gerade gefriendzoned?
Aber er hat sie eigentlich auch gefriendzoned, denn als er ihr das Ding schenken möchte, kommen dann so lauter Mädels und sind so, ja, was machst du da? Ja, das ist wegen unserer Freundschaft, ja, Freundschaft, genau. Deswegen wird er auch so rot. Ja, Freundschaft. Also ich glaube, es ist das zweite Level. Sie hat ihn halt noch nicht mal gefriendzoned. Sie hat ihn selbst aus der Friendzone Wahrscheinlich. Tja. rausgeschmissen. ja, dann Hotaru. Immer ein heiterer, positiver Abschnitt jeder Episode. Ja, was für eine Szene mit Totaro ist denn da gerade? Die, wo sie irgendwie von den Bitches da angemacht wird. Oh ja, arme Hotaru. Ich wundere mich irgendwie, sie scheint selbst auf der, selbst eben innerhalb der Infinity Akademie scheint Hotaro jetzt irgendwie unbeliebt zu sein. Ja, schon. Also die Leute sagen halt, sie tuscheln halt, dass sie so komisch ist, weil sie auch immer lange Kleidung trägt, auch im Sommer. Und sie ist genauso strange wie ihr Vater irgendwie. Naja, und dann fallen ihr plötzlich ihre Schulsachen runter und die anderen steigen dann noch so drauf und sagen, sollen wir dir vielleicht helfen? Böse. Ist jetzt die Frage, sind diese Infinity-Schüler noch ganz normale Leute, die halt nur an der Infinity-Akademie sind, oder sind die schon irgendwie negativ beeinflusst und deswegen solche Arschlöcher? Ich meine, dafür braucht man keinen Grund, aber es könnte trotzdem der Grund sein. Okay. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die sind noch normal, weil ich meine, die gebrainwashten Schüler, die sind ja komplett weggetreten. Ja, irgendwie schon, aber man muss auch bedenken, die Deathbusters haben ja durchaus ein Interesse daran, dass Hotaru keine gefestigte Persönlichkeit ist. Ja, gut, aber ich glaube nicht, dass das von denen ausgeht. Wäre vielleicht cool, wenn sie Hotaru so quasi, ja, wie sagt man? Es wäre irgendwie voll cool, wenn sie Hotaru gaslighten würden, ne? Na gut, aber dann würden sie ja den Schülern nicht einbläuen, dass Professor Tomoe auch irgendwie strange und gruselig ist. Nee, ja gut, wenn's was nützt, vielleicht schon. Aber es wäre, also, ich meine, das scheint nicht zu passieren. Aber es wäre wieder so eine coole Story. So. Ja, schon, ne? Wenn es einfach von den Bösen so eingefädelt wird, dass sie einfach kein Selbstvertrauen hat und von allen irgendwie gemieden wird. Genau, weil da, ich meine, das nützt denen ja. Weil je weniger gefestigt Kotaros Persönlichkeit ist, desto leichter hat Missy das ja. Ja, klar, Und ich stimmt. meine, letztendlich ist das ja auch das, was sie ultimativ scheitern lässt, dass Hotaru eben eine starke Persönlichkeit entwickelt. Ja, na klar, und auch die Freundschaft zu Chibiusa spielt ja auch eine große Rolle. Ja, ich schmeiße einen weiteren Euro in die Büchse für verschwendetes Potenzial. Kling. Tja, und Hotaru hat dann auch so einen Blechstiftehalter und als die Leute dann eben fies zu ihr sind, zerquetscht sie das Ding einfach mal. Und hat sich dabei bestimmt in die Hand geschnitten. Aber zum Glück hat sie ja Heilkräfte. Tja. Ist das jetzt eigentlich, kann sie den zerquetschen, weil sie Cyborg-Arme hat, oder ist das so ein Auswuchs von Mistress Nine? Ich dachte, es wäre jetzt so ein Mistress Nine Auswuchs. Okay. Es könnte ja auch an den Cyborg-Armen liegen. Ach, jetzt haben wir die Cyborg-Arme gespoilert. Na gut, aber die sind ja, das ist ja nicht so richtig Cyborg. Sie hat ja, also ihre Arme sind ja nicht komplett aus Metall. Sie hat ja da nur so Metallteilchen drin. Ich glaube aber, der Rest hat halt die Optik von biologischen Armen, aber ich glaube, das ist auch künstlich. Es sieht halt nur Ach biologisch aus. so, du meinst, dass das auch Metall ist, aber da ist halt sowas drüber, was wie Haut aussieht. Ja, beziehungsweise sie hat halt Metallknochen, aber irgendwie Plastikmuskeln in Fleischoptik. Aber sie hat ja auch keine Haut drüber. Ach so. Ja gut. Aber darüber reden wir dann am besten, wenn wir das auch wirklich mal gesehen haben. Ja, genau. Auf jeden Fall arme Hotaru, und Hotaru ist gruselig. Das ist eigentlich der Hauptinhalt dieser Szene. Und dann sind wir wieder bei den Inners, und Mako macht so einen Dick-Move mit Usagi und klatscht ihr einfach mal so volle Kanne auf den Rücken, während sie da steht und mit nichts rechnet. Ja, sie will halt Usagi damit ein bisschen aufheitern. Da kann man sich voll erschrecken, und dann kann das auch plötzlich voll wehtun. Mir zumindest. Das glaube ich. Sie haut halt ja auch echt stark drauf. Klatsch auf dem Rücken. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht allzu sehr das Gekrähe hier. Die Kinder im Hintergrund machen gerade voll Randal, oder zumindest eins davon. Tja. Naja,
Was machen sie denn jetzt für... Irgendwie haben sie doch einen merkwürdigen Plan. Also Ach ich glaube, genau. Usagi sagt doch irgendwie, dass sie Haruka und Michiro suchen will. Genau, und Ami und Makoto drücken sich. Ja, genau. Und dann isst Usagi ihr Taschentuch. What? Das habe ich auch nicht verstanden. Also sie ist irgendwie wegen irgendwas, was die gesagt haben, frustriert. Dann sagt sie, das esse ich jetzt. Und dann beißt sie seine Taschentuch. Das ist bestimmt 1:1 aus dem Manga, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn nicht, dann wette ich, Koto no Mitsuishi hat das irgendwie improvisiert. Ich habe gehört, sie hat zumindest im 90er-Anime öfters mal Sachen improvisiert. Das jetzt auf. Ja, und dann sagt auch Ami irgendwie, ja, konzentriere dich doch mal auf die wirklich akkuraten Probleme. Du hast zum Beispiel jetzt Nachhilfe. Wer sagt das zu wem? Ich glaube, es sagt Ami zu Usagi oder halt einer von den beiden zu Usagi. Und die zieht dann so Ach ja. voll traurig ab. So, ah, Sie wird auf stimmt, einmal ja. schwarz-weiß und ja, trottet davon. Oh, armes Usagi. Ach so, mir fällt noch gerade was ein. In der Szene zuvor kriegen wir gesagt, in welcher Klasse Hotaro ist. Ja. Und zwar in der sechsten. Sie wird übrigens Studentin genannt im Deutschen, aber ich denke, das ist mal wieder irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da reden sie auch immer von Studenten in den Untertiteln. Ich weiß nicht, ob sie da einfach Student falsch übersetzt haben oder ob das japanische Wort da vielleicht auch mehrdeutig ist. Ich meine, wahrscheinlich, weil es halt eine Akademie ist, aber normalerweise wird man halt hier auch nicht Studentin sagen. Vielleicht ist das ja so ein. Ach nee, dann würde es im Deutschen wahrscheinlich auch Englisch sagen. Vielleicht ist das ja. Vielleicht heißen ja die Schüler an der Infinity Students, weil das ja irgendwie international und total hip und so weiter sein soll. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ja, eben, jetzt dachte ich nämlich gerade auch, dann würde es im Deutschen wahrscheinlich auch so nennen. Aber sechste Klasse, das heißt, Hotaro ist ungefähr 12? Ja, so in etwa, glaube ich. Hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, weil demnach ist sie ja höchstens 2 bis 3 Jahre jünger als Usagi. Echt? Was hättest du denn jetzt gemeint? Ich hätte gedacht, so 10. Nee, also ich hätte sie eigentlich tatsächlich auf 12 geschätzt. Weil ich meine, Chibiusa, ich hätte immer gedacht, Chibiusa und Hotaro, da sind bestimmt nur so 2 Jahre Unterschied, wenn, ne? Also hier sieht man, dass es mehr ist als im 90er-Anime. Im 90er-Anime wirken die ja fast gleichaltrig. Echt? Also ich fand im 90er-Anime wirken die zumindest in Staffel 3 überhaupt nicht gleichaltrig. Echt nicht? Utaro ist doch auch viel größer, oder nicht? Ich glaube im 90er-Anime gar nicht so sehr. Hier ja, aber. Okay. Ich hätte sogar gedacht, dass sie im Manga näher beieinander wirken. Vielleicht vertue ich mich gerade auch ganz fürchterlich. Naja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Also wie ihr das wahrgenommen habt. Aber, und ich meine, wie alt ist Chibiusa? Was hatten wir uns, worauf hatten wir uns geeinigt? Also, ich glaube, es wurde gesagt, dass sie jetzt in der zweiten Klasse ist. Dann wäre sie 4 Jahre jünger. Ja, aber wird echt gesagt, dass Otaru in der sechsten ist? Im Deutschen Aber schon, ja, ja. doch, dazu kommen wir später noch, sie trägt die blaue Schleife der Infinity-Uniform und das bedeutet, dass sie in der Mittelschule ist. Ah, okay. Ja, genau, da kann ich auch gleich zukommen. Das habe ich heute erst zufällig gelesen. Und es ist mir auch nie aufgefallen, dass ja Haruka und Michiro, oder halt Michiro und Hotaro unterschiedliche Schleifenfarben an ihrer Infinity-Uniform haben. Und tatsächlich hat Naoko Takeuchi in der Materials Collection so Entwürfe gepostet, also nicht gepostet, reingezeichnet, wo die Postet. verschiedenen Schleifenfarben verschiedene Bedeutungen haben. Und zwar, Pink ist die Vorschule, Rot ist die Grundschule, Hellblau, so wie Hotaro sie hat, und auch Usagi, als sie sich verwandelt hat in diesen Infinity-Schülerinnen, die sind die Mittelschüler. Und die grünen Schleifen, so wie bei Michiru, das ist die Oberschule. Wieder was gelernt. Ja, das wusste ich auch nicht. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Nee. Und ich glaube, die Witches, die haben auch alle die hellblauen Schleifen, außer Yujiel. Die hat die rote, nee, Quatsch, die grüne. Die rote wäre witzig. Nee, also Yujiel hat ja auch die Haruka-Klasse unterrichtet, also die Oberstufe. Das wird dann Sinn machen. Und der Rest unterrichtet anscheinend die Mittelschüler. Das passt merkwürdig gut mit dem 90er-Anime zusammen, wo Eudial ja auch eindeutig die älteste ist, weil sie ja auch Auto fährt. Stimmt.
Aber ich glaube, im 90er-Anime war das mit den Schleifen ein bisschen anders als im Manga, aber auch ähnlich. Aber ich glaube, da hatten auch nicht alle so eine Ich Uniform. wollte sagen, hat man denn da die Witches überhaupt mal in der Infinity-Uniform gesehen? Die Infinity-Akademie spielte ja sowieso erst so im letzten Drittel der Staffel überhaupt eine signifikante Rolle. Ja, ich weiß nicht. Also Willow hat man auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, da hatte sie dann die grüne Schleife, was nicht passen würde. Und bei den anderen, wenn man es überhaupt gesehen hat, also ich weiß nicht mehr. Naja, okay. Was haben wir denn als nächstes für eine Szene? Ich glaube, als nächstes sind wir im Botanischen Garten, Gewächshaus, ich weiß nicht genau. Ja, der botanische Garten. Ist das jetzt der Infinity Garten? Nee, oder? Doch. Okay. Dafür sieht das Gewächshaus irgendwie A zu klein und B zu wenig fancy aus, finde ich. Hä, wieso? Ich finde, das ist doch eh voll groß. Naja, aber nicht die Größe, die ich jetzt. Also von außen sieht es halt aus wie so ein ganz normales Gewächshaus halt. Ne? Nichts, was ich jetzt bei der Infinity Akademie erwarte ich immer etwas, das entweder riesengroß oder irgendwie fancy ist. Naja, gut. Aber es wird halt gesagt, oder vielleicht auch später, ich weiß nicht mehr, wann es gesagt wird, dass Tello sowohl die Klasse für, ich glaube, Physical Education, also sowas wie Sport hat, und den Botanischen Garten hat sie auch. Genau, im Deutschen physische Erziehung. Ihr habt auch nicht aufgepasst, ne? Ja, das steht im Manga aber tatsächlich auch so, und da denke ich mir auch so, ja, was soll das denn sein? Wahrscheinlich Physical Education. Ich meine, hätte schlimmer kommen können. Es hätte ja auch die physikalische Erziehung werden Oh können. Gott. Ach so, genau. Wir kriegen ja auch zwischendurch mal den Namen, also den Decknamen von Tellu genannt, und zwar Ruru Teruno. Okay. Und sie ist Level 404, Seite nicht gefunden. Ja, wieso? Das ist der Code für Seite nicht gefunden. Ach so. Ja, ich war noch gerade hier bei diesem Decknamen. Also in der richtigen Reihenfolge wäre es natürlich Tedono Ruru. Ah Und das ja. passt natürlich zu ihrem Namen. Der ist ja Teruru. Ich bin nicht sicher, warum es zweimal dieses Ru ist. Ich glaube, das hatten wir auch schon im 90er-Anime. Vielleicht soll das einfach dieses Doppel-L andeuten. Naja. Ja, Naja. genau. Und ja, jetzt hört, also wir hören erstmal ganz super interessant, Makotos Lieblingsblume. Ja, ich habe vergessen, wie die heißt. Ich habe mir aufgeschrieben, Sasanka oder so? Sosanka-Kamelie. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Habe ich noch nie Fun gehört. Fact: Ja? Kamelien sind die Blumen, deren kulturelle Eigenschaften aus irgendeinem heute nicht mehr bekannten Grund auf Kirschblüten übertragen wurden. Okay, krass. Also diese ganzen Eigenschaften hier, Kirschblüten von wegen Vergänglichkeit und es wird ja immer gesagt, Samurai hätten so irgendwie eine Beziehung zu Kirschblüten, weil sie aussehen, wenn sie in den Schnee fallen, wie Blutstropfen. Nur tun sie das gar nicht, weil zu der Jahreszeit gar kein Schnee mehr liegt. Da waren Kamelien gemeint. Aha. Bildungsauftrag erfüllt. Meine Lieblingskamelie ist übrigens die Camellia sinensis. Was ist das? Das ist die Teepflanze. Ja, gut. So, genug geklugscheißt. Wir hören jetzt von der, wie heißt die Blume jetzt? Talon. Telun. Ich verwechsel das immer. Also ich verwechsel immer die Blume mit der Person. Ach, was mir auch gerade noch einfällt. Was auch interessant ist, dieses zweimal Ru, das könnte auch tatsächlich bedeuten, dass der Name Tellur ist, also mit einem R hinten, Wie das denn ich Element. glaube, der Stein heißt ja Tellurite oder sowas. Es gibt auch das Element Tellur. Ja, da bin ich echt nicht sicher, weil eigentlich schreibt es, heute wird es in offiziellen Sachen immer Tellu geschrieben, aber mit diesem zweiten Ru könnte es halt auch wirklich Tellur sein, denn das wird dann passen. Was hat denn Tellur für Eigenschaften? Gucken wir doch gleich mal nach. Das ist heute der Chemie-Podcast. Das Aussehen ähnelt Zinn. In chemischen Verbindungen mit Nichtmetallen steht das in seinem Verhalten Schwefel und Selen nahe. Sag mal, also sie ist die Entsprechung zum Mako, ne? Okay, da taucht nicht hin. Ja. Gibt es irgendeine kulturelle Bedeutung? Nö. Okay, so viel zu Tellur. Abgehakt. Naja, wahrscheinlich hat sie das einfach nur genommen, weil es halt auch zu einem Stein passt. Wahrscheinlich, ja.
Okay, ja, wir hören von den Telun und wir hören mal wieder was von Senpai, aber irgendwie nichts wirklich Wichtiges. Ja, findest du auch, dass Senpai in diesem Flashback so ein bisschen wie Mamoru aussieht? So ein bisschen ist gut. Ja, wenn man es nicht wüsste, würde man denken, es wäre Mamoru, ne? Es ist Mamoru ohne Gesicht. Ja, also da sieht man halt in so ein Flashback von Senpai und da hat der aber kein Gesicht, das ist halt irgendwie, ja, blank gelassen, nenne ich es jetzt mal. Aber der sieht halt echt voll aus wie Mamoru. Ja, wobei Mamoru hat, glaube ich, einen etwas kantigeren Körperbau, aber das ist dann auch alles. Ja, krass. Plot Twist, Makoto Senpai bei Mamoru. Das wäre Nein. witzig. Sag mal, kam eigentlich Okay. schon so eine Szene, wo die was über Professor Tomoe gesucht haben, oder kommt das noch? Das kommt, glaube ich, noch. Moment, ich geh mal ein bisschen blindlings vorwärts. Ah ja, das kommt quasi direkt im Anschluss an die Gewächshausszene. Ach so, okay. Aber jetzt, wenn das Infinity-Gewächshaus ist, was macht Mako da eigentlich? Puh, gute Frage. Also anscheinend wird gesagt, dass sie da es schafft, dass da voll viele neue Pflanzen blühen und so. Also vielleicht hat sie es irgendwie geschafft, dass sie die da so hobbymäßig einstellen, dass sie sich um die Pflanzen kümmert. Ich will mir die Szene gerade nochmal anhören, ob das wirklich das Infinity-Gewächshaus sein soll. Und wieso sollten sie dann sonst die Tellun da alle reinpflanzen? Ja gut, bis jetzt tun sie das ja nicht. Er sagt ja nur, hast du schon von dieser neuen Blume Tellun gehört? Ja, aber am Ende sind die da doch alle, also ist ja alles voll von diesen Blumen. Aber der Typ, mit dem sie da zusammen ist, sagt sogar, der botanische Infinity-Garten hat ganz viele davon. Das klingt so, als wären sie da Ach nicht. so. Außer es sind einfach zwei verschiedene Gewächshäuser und ich dachte nur, es wäre der gleiche. Ja, das kann natürlich sein. Oder in dieses Gewächshaus sind einfach nachträglich ganz viele von den Dingern reingekommen, nachdem die überall verteilt haben. Nee, Quatsch, also wenn der hier schon vom Infinity-Gewächshaus spricht, dann muss es ja zwei geben. Ja, aber das ist ein bisschen komisch. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich schon zur Infinity gehört. Und das macht für mich auch keinen Sinn, weil ich mir dann denke, was macht Mako denn dann da? Wie kommt sie da hin? Ja, aber wenn es jetzt zwei verschiedene Gewächshäuser wären, dann würde es ja Sinn machen. Dann ist Ja, das hier einfach ein anderes. genau, das scheint so zu sein, ja. Ja, das wusste ich auch nicht. Wieder was gelernt. So, und dann nächste Szene sind wir in der Geheimbasis. Die gibt's nämlich auch noch. Und da wohnen die Katzen ja mittlerweile. Ja, irgendwie schon. Die kommen da gar nicht mehr raus, ne? Tja. Und jetzt analysiert man irgendwelche Bilder vom letzten Kampf quasi von Amis Aktion und ich frage mich schon wieder, wo kommen die Bilder her? Und diesmal können sie nicht von der Datenbrille aufgezeichnet worden sein, Gute Frage. weil es eindeutig Bilder sind, die aufgenommen wurden, bevor sie sich verwandelt hat. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, oder die haben wirklich die Überwachungskamera gehackt. Ich würde es dem Idiotenhaufen ja zutrauen, dass die sich hacken lassen. Tja, keine Ahnung. Oder sie haben halt irgendwo anders eine Kamera drin. Ja, sie haben die Katzen reingeschickt und die haben Kameras installiert. Bestimmt. Ja, und jetzt kommt auch zur Sprache Soichi Tomoe, Professor und so weiter. Was ist der für Nuklearphysik? Ja. Das passt ja so gar nicht zu dem, was er macht. Ich habe gedacht, er ist irgendwie Biologe oder so. Oder. Tja, aber es steht auch im Manga, Nuklearphysik. Okay. Ja, und dann sagen sie, ja, der sieht irgendwie verdächtig aus. Ach, was hat ihn verraten? Das riesige, creepy Glasauge? Ja. Oder habt ihr gedacht, das ist völlig normal, dass Glasaugen ein Pentagramm drauf haben? Ja, sicher. Beziehungsweise ist das überhaupt ein Glasauge? Sieht immer mehr so aus, als wäre das auf der Brille drauf, aber es ist, glaube ich, schon sein Auge, ne? Echt? Ich dachte, das wäre nur auf der Brille drauf. Es sieht schon so aus, aber das macht doch keinen Sinn. Warum sollte das auf der Brille drauf sein? Keine Ahnung, aber ich dachte immer, das wäre da drauf. Ja, wie gesagt, es sieht tatsächlich so aus, aber es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Tja, keine Ahnung. Ich bleib beim Glasauge. Es macht für mich einfach mehr Sinn. Jetzt überlege ich gerade. Also ich weiß, im Manga gibt's so eine Szene, wo dann Usagi am Computer sitzt und da auch nochmal nachguckt. Vielleicht war das statt dieser Szene dann und da sagt sie dann so in dieser kleinen Gedankenschrift, ja, ich kann jetzt auch einen Computer benutzen. Geil.
Okay. Genau, und dann wird auch darüber gesprochen, dass er der Vater von Hotaru ist und Usagi wird aufmerksam. Ja, Usagi denkt. Oh. Man mag es kaum glauben. Ja, So. aber Manga Usagi ist ja nicht so dusselig wie die im Anime. Ja, das will ich ja damit sagen. Ja. So, dann gehen sie irgendwie nach Hause oder so und kommen vorbei am Blumenladen Manimana. Mana Mana. Ja, und Makoto bekommt da gleich mal so eine Tellung angedreht, weil, oh, die muss man ja gar nicht gießen und die blüht voll toll. Ja, genau. Beziehungsweise kriegt sie die angedreht oder kauft sie die nicht sogar? Ach so, ja doch, ich glaube, die kauft sie, aber die Verkäuferin sagt ihr halt, hey, guck mal, was wir Neues da haben. Ja, und dann sehen wir zufällig auch noch Setsuna Mayo, die ganz bestimmt nicht Pluto ist, wie sie das auch noch beobachtet und die anscheinend irgendwie ein komisches Gefühl hat. Ja, Chibiusa sieht sie und denkt sich so, hä? Ha, war wohl doch nix. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hey, das ist ja genauso wie im 90er-Anime, ne? In dieser Gral-Folge. Da war das doch auch so. Stimmt, da sieht sie die auch, ne? Ja, auch auf der Straße. Und dann, ich hab's letzte Folge noch angesprochen, ist Usagi tatsächlich mal wieder zu Hause. Also Wow. sie wohnt doch noch nicht bei Mamoru. Es spielt zwar irgendwie gar keine Rolle, weil eigentlich ist es nur, sie kommt da nur an und Chibiusa sagt, hey, ich gehe jetzt zu Hotaru und Usagi sofort, ey, ich komm mit. Ja, genau. Nicht, dass Chibiusa noch Unsinn macht und irgendwelche Silberkristalldetails ausplaudert oder so. Das wird sie ja niemals tun. Auf keinen Fall. Das ist dann jetzt auch so ein bisschen diese Szene im 90er-Anime, wo sie dann zum ersten Mal zu Hotarus Haus gehen. Also Usagi und Chibiusa und Kaori Knight sehen, die sie zu dem Zeitpunkt im 90er-Anime schon kennen, aber hier noch nicht. Genau, im 90er-Anime ist die ja zu dem Zeitpunkt schon vermeintlich tot. Genau. Hier haben sie den natürlich noch nie gesehen. Ja, da merkt man, da sind auch so ein paar Sachen übernommen worden. Auch genauso wie Usagi sich offensichtlich irgendwie so ein bisschen langweilt bei Otaru. Ja, irgendwie schon. Also, die gehen da irgendwie einfach rein, weil sie keine Klinge gefunden haben oder so und laufen dann Kaori Knight in die Arme. Und die will sie Ja. gleich wieder rauswerfen. Das Lustige ist jetzt, ich weiß ja ungefähr, wie der Dialog abläuft, und wenn ich die Szene sehe, höre ich den Dialog mit Kaori Knights 90er-Anime-Stimme. Sehr gut. Fragt mich nicht warum, aber das habe ich in meinem Kopf. Ja, und Hotaru sagt so: Nee, nee, das sind meine Gäste. Die eine habe ich zwar noch nie gesehen, aber die darf bleiben. Ja, Kaori Knight findet das ein bisschen seltsam. Ja, klar. Die hat Freunde? Das darf sie nicht! Ja, genau. Das kann nicht gut enden. Naja, und dann bekommt sie den Gral geschenkt und Usagi ist so ein bisschen sauer. Was heißt sauer? Aber sie ist ein bisschen geschockt. Ja, so was, da haben wir doch voll viel dran gearbeitet. Und überhaupt, warum schenkst du ihn denn da nicht Mamo? Und dann sagt Chibiusa, aber das wäre ja voll unfair, wenn ich ihn jetzt Mamo schenken würde, denn ihr habt ja beide dran gearbeitet. Das ist ein cooler Spruch. Das hätte Anime Chibiusa nie gesagt. Nee, Anime Chibiusa mag ja auch Usagi nicht. Ja. Also da ist es schon wieder so ein bisschen, dass Usagi schlechter von ihr denkt, als sie eigentlich ist. Ja, genau. Ein bisschen Ich musste kurz zumindest. überlegen, was du damit meinst, aber ja, stimmt. Ja, und dann gibt es diese Teetrinkszene. Es passiert eigentlich nichts wirklich Wichtiges, bis dann Usagi plötzlich pinkeln muss und Chibiusa das total peinlich findet. Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, im Manga sagt Chibiusa auch nicht, dass es peinlich ist. Hä, warum? Ich meine, wenn du jetzt so jemanden bei jemandem zu Besuch bist und aufs Klo musst, ich meine, dann was sollst du dann machen? Willst du es dir die ganze Zeit verkneifen, bis du wieder zu Hause bist oder was? Irgendwann musst du es halt ansprechen. Sie sagt ja auch nicht mal wirklich was Peinliches. Im Japanischen sagt sie nur so, und dann sagt Totaro, ja, das ist da hinten links. Ist ja noch besser, okay. Also Ja, ich weiß nicht, ob sie dann noch was gesagt hat, das wir nicht gehört haben, aber das ist doch nicht peinlich. Selbst wenn man jetzt sagt, ja, ich muss mal aufs Klo, ja, das ist, warum? Das ist doch normal.
Ja, das Ganze ist natürlich eine Ausrede für zwei Szenen, die wir dann bekommen. Nämlich einmal, dass Usagi irgendwie auf Professor Tomoe trifft, was erstaunlich ereignislos verläuft. Ja, sie merkt halt nur, dass bei dem irgendwas komisch ist und dass seine Hände total kalt und hart sind. Irgendwas ist komisch. Was hat ihn verraten? Das riesige Glasaugenpentagramm! Tja. Ja, der ist halt auch erstmal verwirrt, was sie da will, aber als sie dann sagt, dass sie zu Hotaru will, ja, ist er dann doch recht ruhig und entspannt. Gibt's eigentlich, ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, gab's im Manga diese Persönlichkeitsspaltung von Tomoe und Germatoid eigentlich? Oder waren die hier eine Person und er ist komplett böse? Ich glaube, er ist komplett böse, ne? Ja, also ich glaube, von dem guten Tomoe ist nichts mehr da. Das wird ja dann auch später gesagt, dass man ihn nicht mehr retten kann. Ja, dass man ihn nicht mehr retten kann, das wär ja übrigens noch tragischer, wenn noch eine Restpersönlichkeit da wäre. Ja, aber nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Ich glaube, der ist die ganze Zeit der böse Professor, der halt nur so auf Vater macht. Okay, ja, und dann haben wir natürlich Hotaru mit Schwächeanfall. Ja, genau, und dann fasst sie Chibiusas Brosche an und Chibiusa sagt, ja, das ist der magische Silberkristall. Und ihre Antwort ist so voll creepy. Der magische Silberkristall. Was habe ich denn jetzt gesagt? Ja, Mistress Nine scheint da so ein bisschen durch und findet den Silberkristall höchst interessant. Und noch jemand findet den ganz interessant, nämlich unsere liebe Kaolinite. Stimmt, die hat das auch mitgekriegt, die hat so ein bisschen gelauscht. So ein bisschen ist gut. Bei offener Tür einfach hinter der Tür stehen, ist nicht so ein bisschen lauschen. Ja. Tja, aber Chibiusa ist einfach geil. Das ist der magische Silberkristall. Ja, super. Aber. Ich meine, sie hat ihn ihr ja schon mal gezeigt, aber dann sagt sie das auch noch. Ja, und hat Usagi nicht beim letzten Mal schon mit ihr geschimpft, dass sie das nicht einfach so rausposaunen soll? Ja. Tja. Naja, sie ist halt ein Kind. Sie ist ein Kind und Kinder sind dumm. Sie sind naiv. Und halten sich nicht an Regeln. So, Ich meine, Hotaru wäre vertrauenswürdig, aber Mistress Nine halt nicht. dann sind wir. Es gibt noch eine ganz kurze Szene mit Usagi und Chibiusa auf dem Heimweg. Und nochmal ist ganz kurz der Tsuna zu sehen. Aber dann war sie wohl doch nicht da. Übrigens, was ich ein bisschen komisch fand, als Usagi durch das Haus streift, denkt sie, die Infinity Akademie ist direkt hinter dem Labor. Das heißt, irgendwo hier machen sie die Tierversuche. Also war das Labor mit den Tierversuchen quasi im Haus der Tomoes? Und das ist einfach direkt angrenzend an die Infinity, also dass man auch von der Infinity in das Haus reingehen könnte? Ist das überhaupt ein Haus? Ach Mir so. kommt das eher wie so ein Apartment im Komplex der Infinity Akademie vor. Ach so, ja, das wird Sinn machen. Ich habe mich schon gewundert. Wahrscheinlich dachte ich immer an diese 90er-Anime-Villa. Ja, ich habe nämlich auch die ganze Zeit gesucht, wo sind die? Ich habe die ganze Zeit nach Außenaufnahmen von dem Haus gesucht, aber die gibt es einfach nicht. Also, und so wie das innen aussieht, könnte das wirklich einfach nur so eine Wohnung innerhalb des Infinity-Komplexes sein. Ja, das glaube ich macht auch voll Sinn, weil ich meine, Usagi sagt ja, hier irgendwo müssen die Tierversuche sein. Das heißt, also selbst wenn es nicht dazugehört, irgendwie müssen diese Dinger verbunden sein. Ja, und ich meine, es ist ja naheliegend, dass es auch Wohnbereiche in dem Komplex gibt, weil ich glaube, da wohnen ja auch einige Schüler. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, 60 Stockwerke oder was das waren, irgendwas muss man halt da reinpacken. Sagen, du kannst. Ja, oder ist es eine Arkologie? Vielleicht haben die da eine ganze Stadt drin untergebracht. Ach Tja, also so, ich meine, genau. Ich hatte vor ein paar Folgen mal angesprochen, Gebäude, wo innen drin quasi auch sowas wie Gärten und so weiter sind, und mir fiel das Wort nicht ein. Arkologie. So. Ah, okay. Gibt's aber nicht sowas, gibt's nur im Science Fiction und theoretisch. Aber es gibt zumindest Planungen für sowas. Okay. Das sind dann quasi im Grunde genommen riesige Gebäude, wo dann ganze Städte und teilweise ganze Ökosysteme drin untergebracht sind. Krass. Aber wie gesagt, Science Fiction. Okay. Ja, Heimweg, Setsuna, und dann bei Mako, und Minako ist zu Besuch. Warum? Egal. Es ist cool. Ja, genau. Und dann fällt Minako eben auch auf, dass Makoto so viele Pflanzen hat. Ja, und plötzlich werden sie ganz müde.
Ja, und Makoto erwähnt noch, den Pflanzen geht's nicht gut. Ach so, ja, stimmt. Und wir kennen natürlich den Grund dafür. Ja, allerdings, ich glaube, im Manga hat sie das schon erwähnt, bevor sie die Tellung gekauft hat. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob es da um ihre Pflanzen ging, aber ich glaube schon. Na gut, ja. Und dann, wie du schon sagtest, sie wird ganz müde und ja, Minako wird auch irgendwie ganz müde und diese Pflanze muss echt effektiv sein. Ja, die stößt halt irgend sowas aus, was die beiden einschlafen lässt, aber Minako kann sich dann irgendwie doch noch wachhalten und weckt Makoto wieder auf. Und die tötet dann die gerade aufknospende Tellun. Genau, denn diese hat auch die anderen Pflanzen alle verwelken lassen. Ja, und lässt auch ganz schnell ihre Blüten sprießen. Ja, bevor es zu spät ist, schneidet Makoto das Ding ab. Na, und die verbreitet irgendwas, das so nach Sporen aussieht. Ist die Tellun ein Pilz? Gute Frage. Es könnten natürlich auch Pollen sein. Wahrscheinlich sind es eher Pollen. Ja, wahrscheinlich. Also, ich dachte jetzt nicht, dass es ein Pilz ist. Stachelspore. Nee, Schlafpuder wäre es ja eher, ne? Ja, Schlafpuder. Okay, ja, das ist verdächtig. Und Makoto zieht natürlich gleich die richtigen Schlüsse. Der Bot Inf wie heißt er denn jetzt? Der botanische Infinity Garten? Nennen wir ihn einfach mal so. Der Bo Es heißt ja immer alles, ist ja immer alles mit Infinity. Gehört offenbar zu den Bösen. Moment. Also, ihr wisst, die Infinity Akademie gehört zu den Bösen. Das wisst ihr. Ja, irgendwie habe ich mir auch Ihr gerade wisst, die gedacht. Infinity Akademie verschenkt quasi Blumen, die besonders sind, weil sie kein Wasser brauchen. Seid ihr nicht vorher schon mal drauf gekommen, dass das vielleicht nicht ganz koscher ist? Naja, aber ich glaube, Makoto hat sich das aber gedacht und hat deswegen eben die Pflanze gekauft. Das kann natürlich sein. Das würde Ich mehr glaube, Sinn jetzt sie ergeben. sagte auch, glaube ich, irgendwie fand ich das Ding interessant. Ja, letzte Zweifel ausräumen. Wäre cool, wäre aber cooler gewesen, wenn sie es auch mal eindeutig gesagt hätte. Ja, also das ist schon ein bisschen dämlich. Ich meine so, ja, natürlich gehört der Garten zu den Feinden. Ihr wisst ja, wer die Feinde sind, also, Hätte auch cool gefunden, wenn sie jetzt so über den Kommunikator funkt. Ja, der botanische Infinity Garten. Und die Antwort ist: Machst du Witze? Wir sind schon längst da. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Tja. Und dann versuche ich gerade irgendwie die nächste Szene einzuordnen. Genau, man trifft nämlich dann zufällig auf Haruka und Michiro. Ja, genau, also Usagi trifft auf Haruka und Michiro und sie wollte die ja treffen und rennt denen nach, aber die beiden laufen weg in ihre Apartments. Die Apartments. Ja, dazu möchte ich auch noch was sagen. Also erstmal finde ich es überraschend, dass sie zwei Apartments haben, also für jede eins. Also sie leben anscheinend nicht direkt zusammen, aber halt direkt nebeneinander eigentlich. Und diese Infinity, Quatsch, die Apartment-Nummern, die Infinity-Apartment-Nummern, die sind eine Anspielung auf deren Geburtsdaten. Oh, ich habe gar Und nicht drauf zwar, geachtet, was das überhaupt für Nummern sind. ich weiß gar nicht, ob die in Crystal stehen, aber im Manga auf jeden Fall. Also Moment, Harukas Apartment-Nummer ist 1127. Man muss bei diesen Nummern immer die 1 vorne weglassen, dann ist es halt 127. Der Januar 27, also der 27. Januar ist ihr Geburtstag. Bei Michiro ist es die 1306, 1 weglassen, 306, 6. März. Finde ich interessant. Das habe ich auch, also habe ich nicht selber rausgefunden, das habe ich auch letztens gelesen. Ich finde die Outfits der beiden übrigens voll cool. Aber ich meine, die beiden haben eigentlich immer coole Outfits. Ja, vor allem Harukas. Ich glaube, also an Michiros erinnere ich mich gerade gar nicht mehr. Ja, Michiro hat eigentlich so dieses generische Michiro-Kleid, so, aber das sieht trotzdem cool aus. Ja, Haruka kleidet sich ja auch momentan wieder feminin, ne? Ja. Sie hat so einen Rock, ne? Ja, feminin, aber irgendwie Power-feminin, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also jetzt nicht so, die sind nicht so girly feminin, aber sie trägt jetzt auf jeden Fall Ja. Frauenklamotten. Rock und, ja, was ist das, eine Lederjacke? Es ist Ja, jedenfalls irgend schwarz. sowas. Sieht cool aus. Jo. Modestatement beendet. Und was ich total irritierend finde, die beiden laufen halt weg. Und zwar so, ohne ein Wort zu sagen, einfach renn, 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 renn. Ja, sie wollen aus irgendeinem Grund Usagi nicht begegnen. Und Usagi reagiert total irritiert.
Will Haruka mich etwa nicht sehen? Oh. Ja, und dann sind, wie du schon sagtest, ist sie beim Apartment und steht so vor der. Und dann gibt's diese irgendwie total traurige Szene, wie die beiden, also Haruka und Usagi, jeweils vor der Tür stehen. Ja, also Usagi lehnt halt so, also steht halt so vor Harukas Tür, während Haruka auf der anderen Seite der Tür so da sitzt und voll traurig guckt. Das ist voll die schöne Szene. Man merkt, eigentlich will Haruka es ihr ja sagen. Es tut ihr selber weh, dass sie nicht mit Usagi reden darf. Aber es ist irgendwie weird. Ich hatte irgendwie im Kopf, nachdem es die Aussprache mit Mamoru gab, wäre das Thema vom Tisch. Aber anscheinend noch nicht so ganz. Aber ja, aber hier geht's ja nicht direkt um die Beziehung. Hier geht's ja jetzt um die Senshi-Dinge. Denn Usagi ja, wollte schon. Ja mit ihnen reden, weil sie ja beide Senshi sind, damit sie zusammenkämpfen. Und Haruka darf halt hier nicht über ihre Senshi-Sache reden und über ihre Mission und alles, und das macht sie halt selber echt fertig. Sie darf nicht darüber reden, weil Baum. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ja gut, die Sache mit Sailor Saturn, ne? Da geht sie ja zu Recht von aus, dass die anderen Senshi da nicht mitmachen, Hotaru zu töten. Na, zumindest Usagi nicht. Ich glaube, die Inners könntest du vielleicht noch irgendwie überzeugen. Na, wo Usagi auf jeden Fall nicht. Nee, Usagi auf keinen Fall, aber ich sag mal, so eine Venus, die kriegst du dazu, Hotaru abzumurksen. Oh. Naja, aber es ist, wie gesagt, eine echt schöne Szene und ich finde es toll, dass man mal sowas sieht. Auch wenn es ein bisschen tragisch ist. Aber die Tragik wird ja gleich unterbrochen von Action, denn jetzt geht's los, direkt ins Gewächshaus. Ja, da sehen die Senshi schon lauter Menschen auf dem Boden liegen und natürlich ganz viele Tellon. Und sie werden selber ganz schwach und die Energie wird ihnen abgezogen und da erscheint Tellu. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Eine dieser Blumen hat fast Minako und Makoto ausgeschaltet. Jetzt sehen die ein Gewächshaus voll mit den Dingern und denken nicht, oh scheiße, wir müssen sofort hier raus, sondern rennen rein. Ja, aber sie sehen ja erst, dass da ganz viele Tellons sind, wenn sie schon drin sind, oder? Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie danach denken, oh Gott, wir müssen hier raus, sondern irgendwie so, ja. Ja gut, das vielleicht nicht, aber ich meine, irgendwas müssen sie halt machen. Ja, und dann kriegen sie die Energie abgezapft. Ja, die auch schön in den Senshi-Farben leuchtet. Ja, es ist, wobei ich jedes Mal denke, und welche davon ist jetzt Moon? Tja, keine wahrscheinlich, Ahnung. Wahrscheinlich die hellgelbe. Ich hab das nicht mehr im Kopf. Es gibt ein Orange und es gibt ein Gelb. Dann wird Moon wohl das Gelb sein. Wahrscheinlich. Ja, und da ist Tellun und die macht die ganz schön fertig. Also wenn jetzt nicht etwas passiert wäre, was wir gleich sehen, dann hätte das echt schlecht ausgesehen. Was hat die denn? Die hat doch irgendeine Attacke irgendwie? Genau, Mandragora Buster. Oh ja, dazu möchte ich auch was sagen. Also einmal, Mandragora ist quasi eine Alraune. Und ich finde das interessant, denn in den Dracul-Musicals von Sailor Moon gibt's auch einen Charakter, der auf dieser wusste, Pflanze basiert. Ich wusste, dass du das jetzt ansprichst. Ich wusste es. Ja, das, ich finde das halt cool. Vielleicht hat man ja irgendwie daran gedacht. Ich weiß, vielleicht ist es auch Zufall, aber ich fand das cool. Ja, aber war das die ganze Dracul-Geschichte nicht sowieso so ein bisschen mit der Infinity-Nummer ein bisschen verheiratet? Ja gut, aber nur das erste davon. Ich habe nur das erste gesehen. Ja, ich weiß, aber im zweiten Musical, wo Mandrake, wie er heißt, vorkommt, da geht's eigentlich um keine Staffel mehr, aber das Amazonen-Quartett ist auch am Start. Also da ist es dann eigentlich nicht mehr dritte Staffel. Okay. Also ist das mit allem so ein bisschen vermischt, wie es klingt. Ja, also das erste, das basiert ja tatsächlich auf diesem früheren dritte Staffel-Musical. Aber die zwei weiteren, die sind eigentlich eine ziemlich eigene Story, nur dass halt beim zweiten noch das Amazonen-Quartett vorkommt. Aber hat ansonsten eigentlich nichts mit der vierten Staffel zu tun. Wie gesagt, ich habe nur das erste bisher gesehen. Und ein paar Ausschnitte aus Yume. Ja. Das nächste ist, Setsuna Mayo hat aus irgendeinem Grund auch eine Tellun und wird davon entsprechend lahmgelegt. Ja, und denkt sich, oh Gott, muss ich jetzt sterben? Aber nein, da erwacht eine Kraft in ihr. Genau, und Mamoru kommentiert das hervorragend. Das ist auch, glaube ich, seine einzige Rolle in dieser Folge. Ja. Er kommentiert das mit, irgendwo ist jemand erwacht.
Denkst du auch gerade an das gleiche Lied wie ich? Und irgendwer hat irgendwo auf einer Insel einen Schatz versteckt. Genau. Ich glaube, angesichts von 8 Milliarden Menschen kann ich zu einem beliebigen Zeitpunkt sagen, irgendwo ist jemand erwacht und lüge nicht. Ja, wenn du diese Art von Erwachen meinst, dann ja. Ja, ist schon klar, dass er was anderes meint, aber die Formulierung ist so, irgendwo ist jemand erwacht. Wow. Du warst schon mal präziser in deinen Vorhersagen. Tja. Naja, aber natürlich, Setsuna kriegt ihr Planetenzeichen auf die Stirn und auch Haruka und Michiro merken, dass da eine von ihnen, eine Gefährtin, sich zeigt. Und wobei ich mich ja irgendwie frage, ist mit eine von ihnen gemeint eine Senshi oder ist explizit gemeint eine Outer Senshi? Sie sagen im Japanischen Nakama, also sowas wie Gefährtin oder Gefährte. Gut, das würden sie vermutlich nicht über Senshi im Allgemeinen sagen. Ja, also wahrscheinlich denken sie auch an, also wahrscheinlich spielen sie wirklich auf die Outer Senshi an. Okay, gut. Ansonsten sehen wir von Pluto noch nicht so viel. Jetzt verwandeln sich erstmal die Inners in einer ganz cool aussehenden Verwandlungssequenz, die zumindest bei Chibiusa, finde ich, ein bisschen grenzwertig ist. Wieso? Naja, man sieht die alle, wie die sich verwandeln und sie sind schon nackt und zwar richtig nackt. Nicht so farbig nackt, sondern du weißt schon. Oh echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, man sieht die auch nur so vom Hals aufwärts und ein bisschen was vom Arm und vom Oberkörper, ne? Ja gut, aber dann ist es ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, zumindest bei Chibiusa finde ich das grenzwertig. Nicht unbedingt schlimm, aber grenzwertig. Okay. Ich finde es übrigens schade, dass man hier noch keine Sailor-Pluto-Verwandlung eingebaut hat. Ich meine, ja klar, im Manga verwandelt, sagt sie hier in Spruch nicht, aber man hätte es halt machen können. Ich verstehe zwar irgendwie, dass man das so aus dramaturgischer Sicht macht, dass man halt erstmal nur das Planetensymbol hat und dann taucht sie halt später so voll überraschend in Anführungsstrichen auf, aber komm schon, das weiß doch eh jeder, wer sie ist. Ja, gut. Ich sag mal, das ist ein bisschen in den Schatten gestellt von der Abwesenheit einer Saturn-Verwandlung. Ja, aber trotzdem, man hätte es hier machen können. Ich meine, jetzt in der vierten Staffel kriegen sie ja jetzt beide ihre Verwandlung endlich mal. Aber ich meine, es ist mir schon gespoilert worden, deswegen. Aber okay, whatever. Ja, aber komm, das ist doch. Da war ich mir doch zu 99,99999% sicher, dass Saturn und Pluto endlich eine Verwandlung kriegen. Weil ich auch wusste, dass sie im Dream Arc ihren Spruch sagen. Und bei Saturn finde ich das total cool und wichtig. Und ganz ehrlich, bei Pluto hätte die keine Verwandlung bekommen. Ich glaube, das hätte ich nicht mal gemerkt. Ich schon. Ich meine, es haben sich halt auch schon Leute beschwert, habe ich zumindest gelesen, dass die ja beide in der dritten Staffel noch keine Verwandlung hatten. Bei Saturn verstehe ich das. Ja, bei Saturn ist halt, weil die überhaupt noch nie eine hatte, aber bei Pluto ist halt so, ja. Ja, nee, das meine ich jetzt nicht mal. Saturns Auftauchen ist halt special. Sie hat da zwar so eine Andeutung von Verwandlung, man hätte sie irgendwie machen können, aber ich verstehe auch, warum man es in dieser Szene nicht gemacht hat, denn sie verwandelt sich ja nicht wirklich, sie erwacht einfach nur. Ja. Aber und bei Pluto hier hätte man es schon machen können. Hätte man machen können. Es wäre vielleicht cool gewesen, wenn man es hier nicht gemacht hätte und sie dann als fertige Pluto eingreift und sie sich dann später nochmal verwandelt. So wäre das ja eigentlich der übliche Weg. Aber selbst das hat man ja nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich, weil sie eben im Manga da auch nicht ihren Spruch sagt. Aber das hätte man doch irgendwo bei Pluto mal einbauen können. Ja, finde ich auch. Und bei Saturn zum Beispiel, da wäre eine typische Verwandlungssequenz in dem Moment, wo sie erwacht, wäre völlig fehl am Platze gewesen. Ja, irgendwie schon, ne? Also ich meine, es erscheint ja ihr Diadem und das alles, aber es ist halt keine richtige Verwandlung. Und ich finde, das ist auch ganz gut so, denn das passt halt nicht zu dieser Szene. Genau. So, dann haben wir den Kampf der Inners gegen Tellun. Bringt gar nichts. Das Besondere hier dran ist, Moons Attacke bringt auch gar nichts. Ja, Tellu macht halt Tellu. So einen Kreis aus so Blättern und da saugt sie irgendwie die ganzen Attacken auf. Ich finde, wenn die Moon Spiral Heart Attack von dem Ding so abgewehrt wird, da fehlt mir eigentlich noch so ein Luftballon-Furzgeräusch. Oh, das wäre cool gewesen.
Mama so da drüber legen, so. Naja. Und jetzt etwas Specialiges, denn Chibi Moon bekommt jetzt auch neue Kräfte. Genau, sie kriegt jetzt ihren eigenen Moonrod und ihre eigene Attacke, die Zuckerherzen bzw. Pink Sugar Heart Attack, und den guten Pink Sugar Heart Attack Tradition bringt gar nichts. Ja, okay, also erstmal möchte ich sagen, dass der Stab erscheint aus Luna P. Das finde ich cool, das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf. Oh, also da haben wir jetzt auch eine Erklärung, warum Luna P nicht mehr da ist. Ja, und, dass sie nichts bringen. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass sie in dieser Szene doch was bringen, aber hatte ich wohl falsch im Kopf. Aber die Zuckerherzen sind trotzdem keine schlechte Attacke. Eigentlich sind die sogar voll stark. Ich weiß, die bringen später noch was, aber in dieser Szene fand ich so bezeichnet. Ah, Zuckerherzen bringen gar nichts. Okay. Das finde ich irgendwie blöd. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum man das im 90er-Anime so gemacht hat. Und ich finde den Witz im 90er-Anime echt geil, ne? Ist aber so geil. Vor allem immer mit diesem Stab, der nicht genug Druck hat. Ja, ja, also das finde ich auch super witzig. Aber hier finde ich es ein bisschen schade. Denn ich meine, da kriegt sie neue Kräfte, eine neue Attacke. Oder überhaupt mal eine Attacke, und dann bringt's nichts. Ja, wir wollten, wenn man, also ich meine, Chibiusa hatte ihren großen Moment am Ende von Staffel 2. Wir wollten jetzt Plutos großen Moment haben. Das ist wohl der Grund dahinter. Ja, gut. Dann hätte man aber vielleicht Chibi Moons Attacke mal an anderer Stelle schon bringen sollen. Aber weißt du, wie man das ganz einfach hätte lösen können? Hm? Man hätte hier einen Daimon einbauen können, den Chibi Moon besiegen muss. Oh ja, das wäre voll gut gewesen. Ja, aber übrigens, man bemerke hier aber auch, es bringt nichts, nicht weil Chibi Moons Stab zu schwach ist oder sonst was, sondern einfach weil Tello zu stark ist und sowieso alles absorbiert. Ja, ja, genau, die anderen Attacken bringen ja auch nichts. Wie gesagt, bemerkenswerterweise, selbst Moons Attacke bringt gar nichts. Ja, und dann verwandelt sich Tello in einen Daimon. Ja, warum? Ja, das war ja bei, also im Manga war es ja bei Yujiel auch schon so, dass die auch eine Daimonenform hatte. Also anscheinend, also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Witches 5 ist. Da haben sie, glaube ich, man sieht, glaube ich, keine, aber ich stelle mir das so vor, dass quasi jeder auch so eine Daimonenform hat und dass das ihr wahres Ich ist. Weil ich meine, Professor Tomoe hat ja dann später auch noch eine und Kaori Knight. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das halt dann ihre wahre Form ist und dass diese Menschengestalt nur so eine Tarnform ist. Ja. Ach so, ja gut, und ich meine, sie ist ja eindeutig, es ist ja was anderes als diese generischen Daimonen, ne? Ja, genau. Also sie sieht nicht genauso aus, sie sieht halt aus wie Tello, nur in Creepy. Mir fällt gerade auf, dass Tuxedo Mask, den habe ich komplett übersehen, dass der auch noch hier eingreift und nichts bewirkt. Ach so, krass. Weißt du, ich finde ja, da haben sie die einmalige Gelegenheit verpasst, ihn eine Rose werfen zu lassen. Stimmt. Ich meine, wenn sie schon mal in einem Gewächshaus sind, aber die dürfte dann rein gar nichts bringen. Das wäre so ein geiler Gag gewesen, den man hier einfach mal hätte bringen können. Ja, genau. Er rupft irgendwo so eine Rose aus dem Gewächshaus, schmeißt sie auf Tello und bewirkt nichts. Und alle gucken ihn so an, so, hä, was war das jetzt? Ja, ich wollte es halt mal probieren. Nee, das wäre zu billig. Einfach wirklich so ganz nebenbei hätten sie es machen müssen. Aus irgendeinem Grund rupft er irgendwo Rosen raus und schmeißt die, und das bewirkt gar nichts. Und das lässt man einfach so stehen. Das wird nicht kommentiert, sondern einfach nur so, es passiert. Na, ich hätte es aber auch lustig gefunden, wenn die Senshi dann so angucken, so, really? Ja, nee, das wär zu platt gewesen. Na gut, wenn du meinst. So, aber jetzt kommt die eigentliche Deus Ex Machina, nämlich Pluto Ex Machina. Genau, beziehungsweise das erste, was wir halt hören, ist Detto Scream. So. Und da denkst du dir schon so, So ganz ruhig. Ja, sie flüstert die Attacke ja schon fast. Also so, oh. Ja, das ist ja der Gag dabei, finde ich. Dead Scream, und sie flüstert es. Ja, sie ist auch die Einzige, die den Spruch flüstert. Aber das finde ich respekteinflößend, wenn du das plötzlich hörst. Dann denkst du dir auch schon so, oh shit. Wenn du die Zeit dafür noch hast. Zeit! Ja. Mhm. Ja, das fetzt natürlich Tello weg und die ist tot. Ja, Ende der Folge. Ja, genau. Und dann sehen wir halt eine lächelnde Pluto, die da steht, und dann Ende. Ist das die am abruptesten endende Folge ever? Könnte schon sein, oder? Ich fand auch, dass sie ziemlich abrupt endet. Also jetzt nicht mit so einem, also es ist schon irgendwie Cliffhanger, aber
Ich weiß nicht, es ist irgendwie so komisch geschnitten irgendwie. Ne, also normalerweise, wenn du sowas hast, dann halt lässt du diese Szene noch so eine Minute lang ausklingen. Irgendwie, aber hier nix, ne? Deadstream, Pluto steht da, lächelt, Ende. Naja, gut, aber sowas gibt's ja schon öfters. Hat nicht diese Gral-Folge auch damit geendet, dass wir Pluto einfach irgendwo, also Setsuna irgendwo stehen sehen? Das weiß ich nicht mehr. Ja, doch, doch, die erste Gral-Folge mit dem Talisman. Ich glaube, die habe ich ewig nicht mehr isoliert gesehen, sondern immer nur im Doppelpack. Ja, aber doch, ich bin ziemlich sicher, die eine endet damit, dass Setsuna irgendwo steht und bedeutungsvoll in die Kamera schaut. Ja, kann schon sein. Okay, damit sind wir am Ende der Folge. Du hast bestimmt noch Manga-Unterschiede und ich guck mal eben, ob ich noch irgendwas übersehen habe in meinen Notizen. Ja, aber ich hätte noch so ein Thema, das mich interessieren würde. Glaubst du eigentlich, die Infinity Akademie ist generell eine gute Schule, die halt auch gute Sachen beibringt? Du Weil meinst abgesehen. ich meine, die Schüler sind ja irgendwie so, die werden ja gebrainwashed, aber anscheinend, die müssen ja auch irgendwie normalen Unterricht haben, oder? Und du meinst, ob die abgesehen davon, dass sie die Schüler quasi abernten, ob sie bis zu dem Zeitpunkt eine gute Schule sind? Ich glaube eigentlich schon. Angesichts der Tatsache, dass die Witches 5 da Lehrer sind, ne? Wieso? Ja, sind sie ja. Ja, Und aber ist das jetzt gut oder schlecht? ich würde sagen eher, dass das eher schlecht ist. Wieso? Ich weiß nicht, ich kann mir die nicht als gute Lehrer vorstellen. Naja, keine Ahnung, aber ich dachte eigentlich schon immer, dass die Infinity Akademie eine gute Schule ist, wo man auch wirklich was lernt, weil ich meine, die haben ja auch voll den guten Ruf. Ja, anscheinend spucken die auch extrem gute Absolventen aus. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn es die Schule noch nicht so lange gibt und wenn da ja anscheinend keiner lebend rauskommt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, kann ja sein, dass da jemand eintritt und irgendwie, keine Ahnung, halt erst zur Highschool eintritt oder zur Uni-Stufe und dass die halt dann schnell den Abschluss machen, aber das ist halt dann trotzdem irgendwie komisch. Ich dachte halt auch, dass die da relativ schnell dann abgesaugt werden, nenne ich es jetzt mal. Hat Ja irgendeine gut, Witch. aber ich glaube, die haben halt so viele Schüler. Also die haben ja so viele Schüler, es kann ja sein, dass die nicht alle davon angreifen und dass einige tatsächlich diese Schule schaffen irgendwie, wie auch immer das so schnell geht. Ja, wobei, dann sind sie auf der Infinity Uni wahrscheinlich, ne? Ja, oder halt in der Highschool, dass sie halt nur den Highschool-Abschluss machen. Ja, glaubst du, die kommen da raus? Also ich glaube, das ist so ein, wenn du da einmal drin bist, dann ziehen die dich da durch, bis du was auch immer für einen Bildungsabschluss hast. Ja gut, dann vielleicht doch bis zur Uni oder was auch immer, irgendwie. Ich habe heute gelesen, Graduation School. Ich bin nicht ganz sicher, mit was man das jetzt alleine vergleichen könnte. Also ich traue der Infinity Akademie halt auch zu, dass sie noch eine integrierte Uni hat. Also ich weiß, sie haben noch irgendwas, das über die Oberschule hinausgeht. Ich bin aber nicht sicher, ja, was genau das ist oder wie man das hierzulande bezeichnen würde. Tja. Sag mal, aber ob sie eine gute Schule sind. Irgendein Daimon hat doch 8 Arme. Wir wissen doch, dass das eine entscheidende Eigenschaft für einen guten Lehrer ist. Wieso? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Acht Ach Arme? so, ach so. Hat aber gedauert. Tja. Obwohl untötbar sind die nicht. Nee. Also ich glaube es nicht, dass die eine gute Schule sind. Ich glaube, das ist so eine, irgendwie so eine ganz absurde. Die züchten da irgendwelche solche auf Leistung getrimmten Ellenbogenmenschen heran, die keine sinnvollen, außerschulischen Sachen mehr im Kopf haben. Ja gut, also das glaube ich auch, dass die halt so eine sehr strenge Schule sind, die halt die Schüler voll auf das Lernen drillen und alles. Aber ich glaube halt schon, dass sie trotzdem normalen Unterricht haben und dass sie da schon was beigebracht bekommen. Und wahrscheinlich auch gute Sachen, aber halt zu sehr drauf fixiert. Ich glaube, sie sind die Crystal Prep. Ja gut. Aber die Crystal Prep ist halt auch keine so schlechte Schule. Ja, später nicht mehr, das stimmt. Und irgendwelche Leute fragen sich gerade, die was? Nein, Tja. wir verraten es nicht. So, Ja, genau, dann habe ich noch Manga-Unterschiede. Ja gut, also es gibt halt so ein paar ganz kleine Unterschiede, die sind jetzt eigentlich nicht relevant. Dann erfahren wir tatsächlich mal den Namen von Senpai, beziehungsweise ist nicht 100% klar, ob das jetzt der Senpai ist, von dem Makoto immer redet, aber sie sagt irgendwann mal was von einem Nichogi-Senpai. Also vielleicht ist das tatsächlich sein Name.
Und das mit den Zimmernummern habe ich schon gesagt. Also ich glaube eigentlich, hier ist tatsächlich nur ganz, ganz wenig anders. Ah nee, Quatsch. Und Mars, Venus und Mercury dürfen mal wieder nicht angreifen. Haha. Ja, aber gut, was ist schlimmer, wenn sie nicht angreifen dürfen und wenn sie angreifen dürfen und die Attacke bringt wirklich gar nichts, oder wenn sie gar nicht angreifen dürfen? Also ich finde es aber schon besser, wenn sie mal, also wenn sie angreifen dürfen. Man hat sie auch bei den letzten Malen eingebaut, obwohl es nicht im Manga war, damit man halt einfach öfters deren Attacken sieht und damit sie halt öfters kämpfen. Aber bei den letzten Malen hatte man wenigstens den Eindruck, die Attacken bringen irgendwas, auch wenn sie den Gegner nicht unbedingt direkt besiegt haben. Aber hier? Wie gesagt, mir fehlte da nur noch das Luftballon-Furzgeräusch. Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie besser, wenn man das so macht. Ich meine, dann denkt man sich halt nicht so, ja toll, und was habt ihr jetzt gemacht? Gar nichts. Ich stand jetzt nur blöd daneben. Das ist ja generell das Los der Inners. Ja, aber wenigstens in Crystal versucht man zumindest, dass sie öfter angreifen können, auch wenn sie nichts Signifikantes machen dürfen. Und nochmal, ne? Einfach ein paar Dämonen dahinstellen, die dann von denen gekillt werden. Ja, das hätte man ja machen können. Naja. Das ist gleiche wie bei Dragon Ball. Warum müssen sich immer alle die Zähne am Oberbösewicht ausbeißen? Warum dürfen sie nicht wenigstens Handlanger verprügeln? Tja, das ist halt echt so. So, war's das schon mit den Manga unterschieden? Ja, da gab's halt echt nicht viel dieses Mal. Okay, wie fandst du denn die Folge? Ich bin nicht sicher, ich habe jetzt mal 3 Punkte gegeben. Also die war schon echt cool und Echt? ging auch sehr schnell vorbei. Das schon. Also, aber mein erster Impuls war irgendwie, obwohl viele coole Sachen passieren, war die irgendwie so, ein bisschen unbefriedigend. Ich weiß nicht warum. Okay, also du hast nur einen gegeben? Ich habe nur einen gegeben. Also ich hätte überlegt, ob ich vielleicht nur 2 gebe, aber ich würde eigentlich sogar zu 3 tendieren. Aber wie gesagt, das ist bei Crystal immer ganz schwer zu sagen, weil alle Folgen richtig gut sind. Ja, Nur, aber ich ne? fand halt hier auch, es ist sehr viel cooles Zeug passiert. Wir hatten halt auch wieder sehr viel Input. Und ja, war ganz cool. Ich glaube, der Grund, warum es mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat, ist, weil so vieles passiert, aber so wenig davon Relevanz hat. Ja, gut, das vielleicht schon. Wer war denn dein Win der Folge? Also ich habe einmal als Honorable Mention Tellu, denn die ist halt echt verdammt weit gekommen und sie konnte ja nicht wissen, dass der jetzt noch eine Senshi aufkreuzt. Dies ist Also das. bei mir ist es Tellu auch geworden. Ja, ich würde den Win. Ja, ich bin nicht sicher, entweder Tellu oder Sailor Pluto. Ja, Pluto war mir zu einfach. Das ist zu offensichtlich, ne? Und ja, sie kommt, Ja. feuert ihre Attacke ab und rettet den Tag. Okay, das ist cool, aber das ist zu offensichtlich. Ja, ich bin nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Also ich finde, sowohl Pluto als auch Tello hätten den Win verdient. Und wer ist dein Fail? Ich habe jetzt mal Sailor Chibi-Moon genommen, dafür, dass sie eine neue Attacke kriegt und auch die nichts bewirkt, auch wenn es nicht ihre Schuld war. Also ich hab den Fail insgesamt Chibiusa gegeben, allerdings nicht dafür, sondern vielmehr für dieses, das ist der magische Silberkristall. Oh, stimmt, das habe ich voll vergessen. Ja, der Silberkristall. Und natürlich für die Pink Sugar Nutzlosigkeitsattack. Ja, die aber nicht nutzlos bleiben wird. Nein, das weiß ich, aber in dieser Folge ist sie in alter Tradition vollkommen nutzlos. Ja, leider. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte im Kopf, dass sie Tello zumindest irgendwie wehtut, aber nö, null. Niemand tut Tello weh. Nicht mal Pluto tut Tello weh. Die hat gar keine Zeit mehr für Schmerzen. Ja. Ich würde sagen, wir sind dann schon durch, will ich sagen, aber hey, die Folge ist lang genug eigentlich schon. Ja, also irgendwie kam es mir auch so kurz vor, aber eigentlich ist das eine ziemlich gute Podcastlänge, vor allem hier für die Crystal Podcasts und wir hatten nicht mal Fragen. Merkwürdig. Ja, wir haben ja auch ein bisschen, wir sind ja auch ein bisschen ausgeschweift. Kamelie. Ja, genau, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, schreibt gern Kommentare und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Ciao, ciao und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn die Outer Senshi endlich Farbe bekennen, der letzte Talisman enthüllt wird und weitere Geheimnisse gelüftet werden. Das Mondlicht ist die Botschaft der Liebe. Sehr schön.